Arthur! Moin Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zum wahrscheinlich schnellsten Pokémon Gelb Solo Challenge Run, den wir jemals hatten. Wir sind mit Arthur unterwegs und im Felstunnel schon nach der ersten Folge und unter der ersten Stunde angekommen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie es hier weitergeht. Arthur ist ein Arktos und ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Zusehen. So, wir hauen Tragosso mit Blubstrahl weg. Das dürfte reichen. Ja, sehr gut. Sind natürlich die Fleckmon hier ein bisschen ärgerlich. Was mache ich mit Eisstrahl an Damage? Hälfte? Ja, Hälfte ist gut. Alles klar, da opfere ich meine Eisstrahl für. Einfach, dass wir die schnell besiegen. Ja. Geht schon wieder ein bisschen besser, aber... Ja, vielleicht hört man es noch. Ich habe jetzt da keinerlei Vergleich zu. Deswegen. Schauen wir mal, wie weit wir mit Arthur kommen. Ich bin, ja, richtig angespannt, weil so einen guten Run hatte ich bisher noch nicht. Da sind wir mal. Schauen wir mal, was das wird. So, ein Eisstrahl. Wieder Hälfte um den Dreh, ne? Ja. Alles klar. Ist zwar teuer, aber... Er überlebt sogar zwei. Das ist ja ärgerlich. Naja, schauen wir mal. So, wenn ich jetzt hier hochgehe, kommt das Mädel, genau. Also tatsächlich könnte Arktos echt einer der stärksten Runs werden. Ich schau mal, Schnabel, was machst du so an Damage? Reicht, okay, war ein Volltreffer, es war also knapp. Das lassen wir besser, machen wir nicht nochmal. 26 ist ein Superlevel. So, Hälfte von Eisstrahl nur noch übrig. Wir müssen unbedingt nach Prismania City. Wir müssen da AP Plus drauf jagen. Ist eine zu gute Attacke. So, in die Ecke. In die Ecke. Schutz drücken. So, jetzt nicht schon wieder in den Wanderer laufen. Der hier wäre der gute Wanderer. Den lassen wir aus. Wollen schnell durch, auch wenn der wenig Zeit gekostet hätte. Er hier wird jetzt relativ leicht. Ist einfach dreimal Blubstrahlen und dann haben wir das hier gegessen. Ich bin immer noch unentschlossen, wie wir es machen, ob wir mit Fliegen und Himmelsfeger arbeiten oder nur Himmelsfeger nehmen, aber Fliegen werden wir brauchen. So, hoch. Durch das Loch. Ja, okay. Ich wollte durch die Tür und dann den Schutz drücken, aber ich drück ihn auch gerne jetzt. So, boing. Die, wenn ihr gegen die Wand läuft, dieser Sound, der ist immer ein sehr guter Indikator, wenn ihr damit ohne Blitz durch wollt. Tatsächlich Eisstrahl nutzen. Und in Lavandia können wir uns dann direkt auch Sternschauer holen, der natürlich auch sehr gut ist und ein bisschen mehr Schaden macht als Schnabel, wenn es darum geht, den Gegner einfach nur Schaden zu machen. Der Sternschauer ist natürlich nicht sehr effektiv, aber sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, das habe ich sogar mit allen drei Vögeln gemacht. So, wir sind draußen. Top Äther für Eisstrahl. Er ist auch cool, aber den lassen wir weg. Ich glaube, in Feuerrot und Blattgrün gibt die einem Rückkehr, was auch ziemlich gut ist. Eine vollkommen unterschätzte Attacke. Wenn ihr jetzt ein Normal-Pokémon relativ lange dabei habt, ist die Base-Power davon schon ziemlich hoch. So. So. Ah,
Einmal bitte Aquaknarre weg. So, und wir sind wieder oben mit dem Cursor, können das Fahrrad nutzen. Sehr gut. Ja, hier ist auch... Dürfte auch relativ schnell umfallen. Ich brauche echt mal einen Berechner. Denn ich meine, Eisstrahl macht hier mehr Schaden als Blubstrahl. Wegen dem Same-Type-Attack-Bonus. Und ist ja in der ersten Generation neutral gegen Feuer-Pokémon. So, das haben wir. Bisschen mehr Geld mitgenommen. Er hier ist leider heute nicht mit dabei. Oh Gott, ich bin zu blöd zum Fahrradfahren. Das ist ja was. Irgendwie wollte er gerade nicht. Oh, und auch noch direkt in die Fünfer. Hm, schade. Na, das ist jetzt ärgerlich. Die kostet jetzt Zeit, auch weil ich keinen Eisstrahl mehr habe. Ja, okay, mit Blubstrahl scheint es auch ganz gut zu gehen. Puh, das war jetzt dumm. Ich habe irgendwie, ja, wenn das Gehirn noch Matsche ist, solltest du nicht versuchen, riskant Fahrrad zu fahren. Ja, läuft noch nicht so ganz mit. Bin noch ein bisschen rostig. So, nein, aufs Fahrrad bitte. Das unterschätze ich hier auch noch immer. Den Nugget brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Maximale heilen und ich würde sagen, wir gehen direkt runter zu Giovanni. Kurz überlegen. Ja. Shoppen auf jeden Fall nach dem Resort hier. Resort, was sage ich hier? Nach dem Pokémon-Versteck. Das liegt daran, weil man da zwei Nuggets bekommt. So, er hier dürfte nicht so wild sein. Wir können Risikotackle tatsächlich lernen. Ich würde das mal mitnehmen. So, was brauchst du? Ein Eisstrahl dürfte bei dir ja reichen, ne? Ja. Ja, Blubstrahl können wir eigentlich auch relativ lange behalten, weil es halt so eine starke Attacke ist. Und mit unserem Special-Wert skaliert und den... Der ist bei uns natürlich sehr gut. So. So, erstmal das erste AP Plus holen. Ich hätte natürlich auch jetzt vorher schon mal Fliegen holen können. Das habe ich jetzt bewusst erstmal nicht gemacht. Rein der Vollständigkeit halber könnte man auch gleich... Klingensturm mitnehmen, ist aber halt keine gute Attacke. Ja, meine Stimme ist echt im Arsch noch, das ist ja kacke. Ich bin mal, jetzt mal schauen, kommen wir hier mit dem Schnabel durch? Ne, reicht nicht. Okay. Man kann sich halt sicher sein, dass mit dem Eisstrahl der Gegner weg ist, das ist klar. Ich schaue jetzt mal, was ein Blubstrahl macht, ob der besser kommt. Ja, es ist mehr Schaden, aber auch nicht genug. Also ich brauche auf jeden Fall zwei Turns. Da wäre Fliegen schon halt sinnvoller gewesen, wenn du weißt, dass du nur zwei Turns brauchst.
zwei Runden. Ich möchte nicht immer Englisch reden. So. So, hier gibt es nochmal ein KP Plus zum Mitnehmen. Und hier unten der Vollständigkeit halber TM02 Klingensturm. Ja, das klappt gut. Blubstrahl hilft echt viel. Gerade so schwache Pokémon haut das relativ gut weg. Bin mir nicht sicher, ist man genauso schnell beim Laufen oder ist man langsamer, wenn man sich dreht? Ich glaube eher, dass man langsamer ist. Ja, doch, man ist schon langsamer. Wir nehmen auch generell sehr wenig Schaden, weil wir die Gegner halt direkt weghauen. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und wann wir irgendwann an so eine Levelgrenze kommen. Ich glaube, Sylph Company wird richtig schwierig. So, Team Schokolade kommt jetzt. Dürften jetzt ja noch nicht entwickelt sein, also relativ easy. Die entwickeln sich ja erst im Pokémon-Turm und sind dann nochmal in der Sylph Company groß. Smogon möchte ich halt nicht lange am Leben haben, der kann ziemlich nerven mit Smog und ähnlichen Attacken. Glubstrahl dürfte reichen. Reicht nicht, okay. Dann doch dreimal Eisstrahl wär's gewesen. So, wir holen das Eisen auch ab. Bisschen extra Verteidigung schadet nicht. In Giovanni sehe ich jetzt keinerlei Probleme, den hauen wir jetzt mal eben weg. Wir leveln wieder gleich auf, das ist gut. Das ist nicht schlimm.
Ja, Eisstrahl macht. One-shottet doch nicht alles. Aber trotzdem ziemlich gut. Blubstrahl regelt, jawohl. 900 EP. Snobidi Cut ist auch ziemlich gut, hatten wir auch noch nicht. So. Jetzt geht's weiter. Wir holen uns jetzt erstmal Fliegen. Ja, das war klar. Das ist jetzt der Klingensturm, den ich mitgenommen habe. Der nimmt mir jetzt natürlich ein bisschen Platz weg. Und da wir Major Bob ja geschafft haben, können wir jetzt zurück nach Prismania City fliegen und ich würde sagen, wir machen Erika zuerst. Dass wir schon mal so in Richtung 30 sind. Ach, das habe ich jetzt natürlich richtig gut gemacht. Ich probiere es mal so rum. Ja. Also, Fahrradfahren kann ich heute anscheinend nicht. Ich würde auch sagen, dass wir bei Erika nichts extra mitnehmen. Ich glaube nicht, dass sich das groß lohnt. So, hier so. Machen wir mal wirklich Minimum. Ich weiß nicht, hat Coco Wife, hat Owe viel Special? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ist weg. Also komm her. Speichern mal. 1:11 vor Erika. Das ist echt gut. Wir haben uns jetzt nicht geheilt. Wir schauen uns das an. Sinnvoller wäre es gewesen, beim Pokécenter zu speichern. Aber Erika hat ja in der gelben Edition keine Endentwicklung, bis auf Tangela und ich weiß nicht, wie viel da zählt. Deswegen. Ich weiß auch nicht, hat Tangela viel Special? Ich glaube nicht. Ich Eisstrahl mal drauf. Ja, das reicht. Das sind die Stats, das ist echt gut. Ja. Alles easy. Super gut, ey. Level 30 ist gut. Auch für gleich den Pokémon-Turm. Ich habe keinen Platz fürs Geschenk, das ist auch gut. Das heißt, wir müssen gleich nur Platz für die Pokéflöte schaffen. Aber das ist kein Problem. Haben jetzt ein bisschen wenig geheilt. Ich mach mal eben voll. Speichere hier. Wir haben nur einen Eisstrahl. Die werden wir auch nicht für die Geister nutzen. Die Geister nutze ich fliegen. Und eine Heilung kriegen wir ja gratis jetzt gleich im Pokémon-Turm. Das heißt, die sind alle gratis, aber die kriegen wir ja schnell so.
liegt auf dem Weg. Ja, und hier ist eigentlich schon quasi mein Eisstrahl, der muss jetzt schon los. Ich glaube, mit vollen Eisstrahl wäre der ganze Kampf hier jetzt leichter. So gierig von meiner Seite aus. Ja, macht keinen Schaden. Hätte ich jetzt eigentlich den Top-Äther nutzen können, oder? Na, fast. Okay, ging noch. War jetzt nicht so ein Zeitverlust. Aber mit vollem Eisstrahl hätten wir einfach Eisstrahl durchspammen können. Und es hätte auch locker gereicht, glaube ich. So. Jetzt muss ich schauen, dass ich richtig gut laufe, nicht so wie vorhin. Das war ja Katastrophe. Nebulak haben wenig Leben und viel Special, deswegen nutze ich hier Fliegen. So haben wir zwei Turns zwar drauf, aber die gehen auf jeden Fall kaputt. Und besser als wenn sie mit Blubstrahl oder Eisstrahl nicht sterben und dann uns irgendwie mit Schlecker paralysieren oder so, das wäre nur nervig. Also so funktioniert das schon ziemlich gut. Das habe ich vorhin natürlich, weil ich so schlau war, das Eisen nicht genutzt, sondern das KP Plus. Das heißt, ich muss jetzt das Eisen nutzen. Hoppala. Das KP Plus nutzen wir auch, damit wir die Pokeflöte aufnehmen können. Der Rest, der hier rumliegt, interessiert uns nicht, außer zum Beispiel dieses Elixier. So, das klappt noch. Ja, der geht bis fast hier. So, zwei Geister noch. Das Knogger und dann sind wir hier auch durch. Das klappt alles sehr gut. Ja, shoppen müssen wir dann jetzt gleich hier nach tatsächlich machen. Aber das kennen wir ja schon. So, ich bin jetzt gespannt. Aber eigentlich, ja. Komm, nichts riskieren. Eisstrahl, Ende Gelände. Blubstrahl hätte auch reichen können, weiß man ja vorher nie, deswegen. Ist ja alles ein erster Versuch hier. Da kann ich lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn man das jetzt zu Tode optimiert, muss man es dreimal spielen und vor jedem Kampf quasi speichern und schauen, mit welcher Attacke hast du wahrscheinlich den Sieg, ohne viel AP zu verschwenden.
Ja, wir haben auch fast jetzt schon 100 Special, das ist echt gut. So, jetzt kriegen wir die Pokéflöte. Vielen lieben Dank, Mr. Fuji. So, fliegen. Ach du, steh mir immer im Weg rum, ja. So, jetzt kommt mein Lieblingsspaß, Items sortieren. Ah, wir hätten sogar noch einen Ether gehabt. Ich habe einen normalen Ether gehabt. Ja, das ist ärgerlich. Den sollte ich dann auch irgendwann mal benutzen. Liftöffner kann weg. Silphscopper kann auch weg. Und der kann auch weg. Ja, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Ab geht's. Ja, das hat optimal geklappt. So, ich gehe den normalen Weg hoch. Wer verkauft das hier? Du. Ja, der hier ist der, der diese guten Sachen verkauft. Superschutz. 9 Stück. So, da kann ich schon mal verkaufen. Wir brauchen keine Nuggets. Die nehmen uns jetzt nur noch Platz weg. Wir brauchen keinen Klingenwirbel oder Klingensturm. Das behalten wir. Das ist schon mal gut so. Attacken von ihm hier brauche ich nicht. So, wir gehen einen hoch. Noch einen hoch. Ich kaufe mal eine Poképuppe für Mimikry. Später. Dann müssen wir hier nicht nochmal hin. So, ja, ich brauche 2 Carbon, auch wenn ich noch 2 finde, 2 Calcium auf jeden Fall, 1 Protein, boah, ja, ich muss, scheiße, ich habe genau ein paar Cent oder so zu wenig, ist das ärgerlich, naja, komm, ah, die Pokepuppe war's. Ich muss ja gleich noch das Getränk kaufen, das darf ich nicht vergessen. Den Schutz brauche ich gleich noch. Ja, ist ärgerlich. Aber kann man nichts machen. Ja, soweit alles in Ordnung. Wir gehen hoch. 200 Poké-Dollar machen es unmöglich. Nicht mal, sind nur 100. Das ist lustig. Ich nehme hier nicht den Fahrstuhl. Ich vertue mich damit immer. Da laufe ich lieber runter. Ich hätte mir tatsächlich von ihm hier... Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Man hätte hier noch Konter sich einstecken können. Und mit Konter hätte ich... Das hätte ich dann verkaufen können. So. So, jetzt muss ich auch wieder ganz genau gucken, wie ich wo lang laufe. So, dann hier. Du. Auch Superschutz. Ich stehe drauf.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na, unser Level ist halt immer noch sehr gering. Es liegt halt daran, wir leveln langsam, wir nehmen wenig Trainer mit. Es kann uns noch zum Verhängnis werden, aber ich möchte es mal ausprobieren, wirklich sehr wenig Trainer. Auch zum Beispiel in der Arena von Erika hätte man jetzt ein, zwei Trainer mitnehmen können für ein paar schnelle Level. Aber noch brauchen wir die nicht. So, bevor wir hier alles uns durchzerschneidern, fahren wir wieder außen drum rum. Ja, okay, wir hätten auch hier die Kohle gebraucht, also hätte so oder so nicht gereicht. Ups, ich habe mich verdrückt, sorry. Es hätte aber mit Konter das geklappt, dann hätte ich mir noch ein Protein extra kaufen können. Naja, nicht so wild. Können hier tatsächlich auch wieder auf Nidoran treffen, weil Arktos so niedrig im Level ist. Also wenig im Gras fahren. Ah, hier wäre es gewesen. Egal. Schädelwurme können wir nicht lernen, lassen wir liegen. Da ist aber das Protein, was wir uns gerade nicht kaufen konnten. Das hat gerade so geklappt. Doppelteam lasse ich, glaube ich, auch wieder liegen. Möchte ich nicht benutzen. Das liegt hier gleich ja davor. Vielen lieben Dank. So, jetzt, ja, ich muss es machen. Bevor wir jetzt in da reingehen, machen wir jetzt eben das Kampfdojo fertig. Wir brauchen die EP, glaube ich, bevor wir uns dann wieder in der Sylph Company wild vertun. Da möchte ich wirklich nicht immer so viel Zeit drin vergeuden. Würde ich sagen, rennen wir jetzt mal eben schnell hier durch. Kurz überlegen. Ja, wir fliegen. Es müsste uns ja im Schnitt zwei Level hier geben. Okay, das war Quatsch. Aber ich wollte es testen, ob wir mit Blubstrahl hier weiterkommen. Kommen wir nicht. Auch mit Eisstrahl nicht, krass. Also tatsächlich eine volle Fliegenrunde hier. Ein Level haben wir. Das sind die Werte. Ja. 100 Special in 33 ist gut. Ich dachte, die hätten wir schon erreicht, weil ich ja Calcium reingepumpt habe, aber anscheinend nicht. Oh. Also das hier ist jetzt wirklich zur Sicherheit. Ich möchte es halt nicht riskieren und ich möchte uns nicht unterleveln. Wie sieht's bei dir aus? Mit dem Eisstrahl, findest du den gut, oder? Ja, der reicht auch komplett. Schnabel wird halt auch für die Kleinen nicht reichen. Also beim besten Willen nicht. So, ich habe mir extra vorhin eine leckere Spezi gekauft. Die gönne ich mir jetzt. Rasaf ist schneller als wir. Raserei ist sehr gut, macht sehr wenig Schaden.
Oh, das ist ärgerlich. Aber ja. Damage-technisch ist das leider nichts. Der bleibt auch ewig in der Raserei drinne. Habe ich tatsächlich früher immer versucht mit zu spielen, aber es klappt halt nicht gut. Da gibt es tausend Attacken, die geiler sind. In der zweiten Generation ist es besser, aber auch immer noch nicht geil. Ja, das Ding ist, mit Fliegen brauchen wir halt immer zwei Runden für den Kampf. Das habe ich beim letzten Mal ja auch schon erklärt. Das hatte halt Zapdos nicht, weil der Bohrschnabel hat. Und deswegen ist Bohrschnabel halt die beste Attacke für Flug-Pokémon in der ersten Generation. Trotz Himmelsfeger und dem ganzen Kram. So, es müsste noch 34 so langsam mal aufploppen, ja. So, du kommst mit. Ich hole mir, glaube ich, auch nur das Minimum in der Sylph Company. Ich kann mir die Vitamine holen, die drei Stück. Ja, ich mache wirklich Minimum, glaube ich. Vitamine, Heal und das war's dann. Meditation. Ja, wir sind halt schon echt langsam, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Nocturne und Kikli haben nicht viel Special. Ich glaube, der Volltreffer war hier sogar wichtig. Vielen Dank für die schnellen EP. Tut mir leid, dass ich dich nur zum Trainieren gebraucht habe. Aber ich glaube, wenn man Dojo zum Trainieren benutzt, sind die da gar nicht so böse. Ich habe denen ja auch nichts weggenommen. So, kurz überlegen. Wir gehen jetzt in die 4. In Stock Nummer 4, in Englisch wäre es der fünfte Floor, ne? Ja. Hier könnten wir uns auch Bodycheck holen, nutze ich jetzt eher selten, finde ich nicht so gut, deswegen lassen wir das mal besser weg. Ist das unser letztes Elixier? Ich glaube schon. So. Bodycheck genau liegt hier links von uns. Ja, und Sylph Company, da brauche ich echt noch einen perfekten Weg. Ich nehme halt gerne die Vitamine mit und lasse wirklich alles drumherum aus. So, schauen wir mal. Eisstrahl müsste noch reichen. Ah, gerade so nicht. Ja, das ist jetzt hier. Wir sind ein paar Level drunter. Das heißt auch, dass John gleich richtig schwer werden kann. Pokas Arena zum Beispiel könnte uns auch jetzt helfen, aber die haben halt ähnliche Level und wir kämpfen auch da gegen starke Hypnos und so. Das ist immer gefährlich. Jetzt muss ich... Ah, kacke, jetzt muss ich nochmal mich erinnern, wo denn was war. Also da war das Protein. Achso, ja. Protein. So. Ein hoch. Da war das Calcium, weil wir hier in dem Nummer 6 sind, ne? Nee. Der 6 ist... Das war hier KP+. Ja, gut. Ich vertue mich da immer mit. So, hier aber. Hier kann ich langlaufen. Ja, stimmt. Oh, toll. Ich habe mich wieder versehen. Ich war ja nur in 4. Ich war ja nicht in 6. So, und jetzt gehen wir in die 9. Das ist die 8. Das ist die 9. Er ist aus dem Bild. Er kann uns nicht sehen. Und wir holen uns... Ja, den habe ich jetzt nicht gut getriggert. Musste einen Schritt mehr laufen, als man muss. Ja, das war ordentlicher Schaden. Das dürfte trotzdem neutral sein, auch wenn sehr effektiv dran steht.
35 ist eigentlich schon echt gut. Ja, unsere Werte sind halt gut. Wir one-shotten halt so langsam nicht mehr alles. Das liegt daran, weil wir halt ein paar Level hinten dran hängen. So, Sonderbonbon, Erdbeben müssen wir nicht mitnehmen. Wir haben hier auch sonst keine Attacken, die uns helfen. Wir fahren jetzt in die 2. Man kann das natürlich auch alles skippen, aber ich denke mal, mit den 3 Vitamine für das bisschen Laufen, die muss man eigentlich mitnehmen. Das ist für mich so ein No-Brainer. Die 3 Vitamine, die müssen mit. Auch wenn wir ihn dann nicht machen müssten. Er ist jetzt quasi Pflicht, wenn ich über den Fahrstuhl komme. Sonst würden wir von unten kommen und müssten ihn nicht mitmachen. Da, was habe ich gedrückt? Oh, was drücke ich? Eisstrahl, ich Dummi. Egal. Das war nicht intelligent. Ja, da habe ich nicht mitgedacht. Ich hoffe, 2 Fliegen reichen. Das sieht schon mal gut aus. Hypnose ist schlecht. Ich nutze jetzt auch eine Top-Genesung dafür. Weil ich auch mein Leben voll haben will. Ja, und er macht natürlich doppelt den Spaß. Kannst gerne kein Arsch sein. Ja, das nehme ich eher mit. Die, ja, die Top-Genesung jetzt einfach nur zur Sicherheit. Nicht, dass Hypno irgendwie Lucky crittet oder so. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Ja. Das ist nämlich, Fliegen reicht nicht, Eisstrahl ist schon quasi Pflicht. Und Blubstrahl reicht dafür einfach nicht. Der hat jetzt echt lange gedauert. Wäre von unten wahrscheinlich echt sinnvoller gewesen, ranzulaufen. So, da wäre unser Rivale. Okay, ich kann keine weiteren Items mehr tragen, dann ist der Hypertrank halt weg. So, wenn wir von oben hier kommen würden, können wir es... Ja, das ist... Ah, das ist auch wieder das Ding, ne? Oh. Ich muss das irgendwann mal mir komplett ausrechnen, dass wir... Wenn wir nämlich von oben hier kommen, können wir das triggern und können quasi den Weg so zurücknehmen. Dann müssen wir gar nicht in die 2 fahren und haben einen Trainer tatsächlich weniger zu legen. Weil der eine erst rein spawnt und dann können wir uns schon drehen und die Tür aufmachen. Das müsste ich mal für die Zukunft echt schauen. Ja, aber ich bin jetzt auch schon wieder viel zu gierig und nutze keine AP-Heil-Items. Das ist auch dumm. ...36 ist jetzt aber auch gut, ne? Ja. Dann könnte man nämlich hier rechts von oben kommen und dann könnte man das so machen. So, ich pump mal eben... Ah, was ich auch vergessen habe, die 3 AP Plus mal in den Eisstrahl zu packen. Das wäre auch mal eine Sache gewesen. So, das... ich zeig mal kurz zum Verständnis, dass wenn wir hier von oben kommen, können wir hier reinlaufen, ohne dass der unten schon im Bild ist. Und so könnten wir das quasi von hinten uns aufladen, müssten wir hier halt ihn machen, sind dann aber davor voll aufgeladen und würden dann hier rauskommen, könnten an ihm vorbeigehen und so zum, ja, zum Rivalen laufen einfach. Ich speichere mal 1,37 bis zum Rivalen, das ist echt gut. Ich pump mal eben meine Vitamine noch ein. Carbon lasse ich nur 1 da, weil wir davon noch welche finden. Protein war, glaube ich, das letzte. Calcium mussten wir ja auch noch irgendwo haben. Ah, da finden wir auch noch 1 von. KP Plus jage ich rein. Gut, dann haben wir soweit alles. Ich möchte mal schauen.
Austausch ist wirklich schlecht, ey. Okay, das macht gar keinen Schaden. Ja, macht genauso wenig. Also Austausch ist ein Problem. Darf ich langsam wieder? Danke. Ja, und jetzt machst du Panzerschutz. Danke, danke, komm, leck mich. Macht Panzerschutz, während ich das eine Mal fliegen drücke. Als hättest du es gewusst. Ja, das wird auch das Ding sein dann in der Top 4, dass wir Probleme haben mit Lorelei. Die müssen wir halt erstmal schaffen. So, Eisstrahl hier war gut. Ach, das war ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer, das ist ja mal gar nichts, ey. Und jetzt drückt er Panzerschutz. Nice. Ja, wir machen halt überhaupt keinen Schaden gegen Austausch. Eis ist, glaube ich, doppelt resistet und Wasser ist nur einfach resistet. Deswegen ist Wasser tatsächlich hier besser. Also da brauche ich auf jeden Fall eine bessere Alternative, weil das ist ja Katastrophe. Crit natürlich, natürlich. Und ich kriege die Verwirrung von Austausch rein, danke. Also da irgendwas funktioniert da noch gar nicht. Ich meine levelmäßig, ja, wir könnten leveln, wäre dann besser, ist klar. Mimikry haben wir noch nicht, das kann hier uns, könnte uns hier halt helfen. Ja, nächster Try. Toxin haben wir noch nicht, könnte uns helfen. Ja, ansonsten war es das dann auch schon. Austausch ist halt so tanky. Blizzard wird halt mehr Schaden machen, aber wäre halt trotzdem doppelt resistet. Ja, wir sind levelmäßig hinten dran jetzt. Ich flieg mal. Boah, Alter, wirklich so wenig Schaden. Ja, und dann Schnapper, was uns noch lähmt, ey. 50% Chance zu treffen übrigens, also ist gar nicht mal so eine geile Attacke. Wieso haust du dich immer selber? Muss das sein? So, wir haben den Top-Trank, den nutze ich jetzt. Ach, ich habe gar nicht gespeichert, dass ich die Vitamine genutzt habe. Das ist natürlich auch dumm. Das ist auch geil, ne? Er nutzt Trank, während er mich lähmt mit Schnapper. Es ist richtig gemein. Richtig gemein. Ja, Geduld könnte mir jetzt hier helfen. Haha, guter Witz. So,
So, wir sind hier 1,37. Ich werde gerade wahnsinnig. Wir pumpen alles rein jetzt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Schwertanz oder so wären halt geile Attacken, die uns hier aber alle nicht helfen. Risikotackle sehe ich auch nicht, dass die uns hilft gegen so ein Verteidigungsbiest. Nehmen wir jetzt mal noch ein bisschen Calcium mit. So, Attacke. Der war wichtig. Der war nervig. Zwei Blubstrahlen noch. Irgendwie. Aber Hauptsache, du kriegst einen Fünfer-Schnapper. Ich finde es richtig klasse. Ja. Dass dieser Superschall immer noch durchkommen muss, ne? Ist unfassbar gemein. Sehr gut, wir sind nicht mehr verwirrt. Nice. Donnerschock dürften wir wegtanken. Ist auch... Das ist halt das Schöne. Noch ist Magneton nicht so gefährlich für uns. Kadabra fliegen. Mehr sind im Psystrahl. Ja, das ist jetzt interessant. Ich bin jetzt natürlich im genau falschen Turn. Ich schmeiß den Top-Trank mir mal rein. Und dann, ja, Eisstrahl eigentlich, ne? Okay, komm. In Anführungszeichen nur Glut. Macht natürlich auch mehr als genug Damage. Feuerwirbel. Ja, okay. Damit kann ich tatsächlich ganz gut leben, denn da kann ich mich heilen. Ohne dass ich dadurch einen Zug verliere. So, und zum Vergleich, Blubstrahl. Okay, crittet, ja, dann. Hat sich das erledigt, alles klar, wir haben es geschafft. Es war schwierig, keine Frage, da müssen wir in nächster Zeit auf jeden Fall gegenarbeiten. Wir dürfen nicht wieder so hart. Ich habe mir auch ein richtig gutes Team für ihn ausgesucht, ne? Das ist ja das, was auch, was ich an Pokémon Gelb so geil finde. Das Team, gegen das du von ihm kämpfst, das ist immer unfassbar schwierig. Da ist ein Santama immer drin, da ist entweder ein Austoss drin, ein Magneton, ein Kokowai ist immer drin, ein Simsala ist immer drin. Das ist halt so viel stärker als in Pokémon Rot und Blau. Weil da auch das Kokowai einfach nichts kann. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da besser durchkommen. Ich muss irgendwie mehr Schaden auf Austoss kriegen. Mimikry ist da halt auch eine Attacke, die sehr helfen kann, wenn wir irgendwie Chance haben, gut, also eine gute Attacke uns zu holen, ist das wirklich, gerade in der Top 4 sehr gut, hat man ja auch bei Zapdos gesehen, der hat sich dann einfach Ice Heap gemimikriert von Nocturne und konnte dann das zweite Onix besser weghauen. Wir müssen halt schauen, dass wir an andere Attacken rankommen, irgendwas mit Donner oder Feuer oder so. Werden wir halt dann sehen. Noch sind wir nicht an dem Punkt, noch sind wir davon etwas entfernt. Auch wenn wir echt flott unterwegs sind. Megablock Giovanni ist immer gut. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen, das ist jetzt wieder... Ja. Wir haben halt auch nur Special, also wir haben halt auch nichts anderes. Zahltag, vielen lieben Dank für das bisschen extra Cash. Das war knapp.
Ich möchte halt unbedingt Snoopy die Cut mit Schlitzer mal spielen, weil Schlitzer normal macht ja schon 140 Basisschaden. Aber bei Snoopy die Cut ist das halt auch noch Same-Type-Attack-Bonus. Das müsste so krass reinhauen, wenn du ein richtig starkes Snoopy die Cut hast. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ziemlich doll reinböllert. Alles klar. Du bist ein schlechter Verlierer, aber da haben wir nichts gegen. Wir gehen raus. Und da wir noch dabei sind. Heilen wir uns hier. Wir speichern, wir sind bei 1,43. Als nächstes kommt Koga, dann Sabrina, dann Pyro. Also wir sind echt auf einem sehr guten, sehr schnellen Weg unterwegs. Ich weiß, ich habe gerade die Zeiten leider von Zapdos nicht im Kopf, wie gut der hier war. Der hat auf jeden Fall... Zapdos hat halt von Anfang an richtig krass performt, das muss man halt auch sagen. Ich versuche alles. Ich möchte möglichst spät die Sonderbonbons drücken und ich möchte möglichst gut in der Top 4 rein. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch gerne ein Abo oder Like da. Freue ich mich sehr drüber. Ansonsten bin ich dann erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Haust rein und tschö tschö.